Wer über die alte Mainbrücke in Würzburg schlendert, genießt nicht nur den Blick auf das Rathaus und den Dom, sondern läuft auch an den Aposteln Kilian, Kolonat und Todtnan vorbei. So ergeht es auch dem kleinen Kilian im gleichnamigen Kinderbuch, das neu im Echter Verlag erschienen ist. Wir erzählen die Geschichte des heiligen Kilian, und damit der heilige Kilian einfach für uns auch greifbar wird, für Kinder heute erfahrbar wird, haben wir eine Rahmengeschichte um diese heiligen Legende erzählt. Und zwar geht es darum, dass ein Kilian von heute, der Name ist ja auch heute wieder modern, ein kleiner Kilian von heute mit seiner Oma durch Würzburg wandert und auf den Spuren seines großen Namenspatrons unterwegs ist. In kindergerechter Sprache erfahren die jungen Leser von drei irischen Wanderpredigern, die im 7. Jahrhundert nach Unterfranken kamen. Uns geht es darum zu erzählen, dass der Kilian die Botschaft des Glaubens, die Botschaft des Reiches Gottes gebracht hat und dass er von dieser Botschaft so begeistert war, dass er sie weitererzählen wollte. Und das eben so zu erzählen, dass die Historie stimmt, aber gleichzeitig Kinder auch auf diese Geschichte ansprechen, das war die Herausforderung für uns. Zur Kilians Legende gehören nämlich auch Themen, die für Kinder nicht so leicht zu verdauen sind. Zum Beispiel die Schwagerehe des damaligen Würzburger Herzogs. Wegen des christlichen Glaubens trennte er sich von seiner Frau bzw. von seiner Schwägerin. Die wiederum ließ vor Wut die drei Mönche enthaupten. Eine Auftragsmörderin in einem Kinderbuch. Herausfordernd war das auch für die Illustration. Man kann ja auch so ein bisschen nachvollziehen, ihr sollte ja auch alles weggenommen werden. Also sie wollte auch einfach irgendwie reagieren. Wir wollten einfach nicht sie als total böse darstellen, sondern dass man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, woher das alles kam. Und ja, am Anfang war sie wirklich nicht ganz so böse. Wir haben sie dann immer noch ein bisschen grantiger gemacht, bis es dann so gepasst hat. So entstanden aus den Skizzen großflächige Illustrationen, die sowohl für das Kinderbuch als auch für ein Erzähltheater geeignet sind. In erster Linie haben wir es natürlich für die Kinder geschrieben, für Grundschulkinder, 1. bis 4. Klasse, wobei man es auch im Kindergarten erzählen kann. In zweiter Linie haben die Autoren auch kostenloses Begleitmaterial entwickelt. Damit können zum Beispiel Religionslehrer oder Eltern von Kommunionkindern die Kilians Legende vertiefen. Wir haben Unterrichtsbausteine entwickelt, die dann einzelne Szenen und Inhalte aus dem Buch nochmal anbieten zur Vertiefung mit den Schülerinnen und Schülern, dass die Kinder sich zum Beispiel nochmal damit beschäftigen können, wie sah es denn eigentlich damals im Frankenland aus, wie haben die Menschen gelebt, warum war auch für die Leute hier die Botschaft von Kilian, Kolonat und Todtnan so wichtig und wertvoll. Regelmäßig hat sich das Team mit Experten und mit Weihbischof Ulrich Bohm ausgetauscht. Nach 1,5 Jahren konnten die Macher das Kinderbuch nun an einem ganz besonderen Ort vorstellen. Wir befinden uns hier in der Krypta des Neumünsters. Das ist der Ort, wo wir verehren, dass hier die Frankenapostel Kilian, Kolonat und Todtnan das Martyrium erlitten haben und auch hier verscharrt wurden. Und dann später wurden sie ja, das kann man schön nachlesen in dem Buch, später wurden sie dann ja wieder ausgegraben und entdeckt, und dann wurden sie hier an diesem Ort auch verehrt. Und genau hier endet auch das Kinderbuch, am Schrein der Frankenapostel. Mit einem kleinen Kilian, der jetzt mehr über seinen Namenspatron weiß.